Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Langsam verzieht sich das Unwetter. Wir machen in der Folge definitiv an unserer neuen Basis weiter. Beziehungsweise wir fangen erstmal so wirklich an. Ich habe jetzt noch nicht zwischendrin gespielt. Werde ich sehr wahrscheinlich nach der Folge hier tun, dass ich mich da mal so ein bisschen um das Planieren und Steine entfernen und alles drum und dran kümmere. Aber so ein kleines bisschen würde ich mit euch jetzt erstmal weitermachen. Ich habe nicht viel gemacht, ich habe die Wildschweine jetzt bloß mal kurz gefüttert, unsere Truhe geleert und noch unser Werkzeug eingesteckt, was wir brauchten. Und sehr viel mehr ist nicht passiert, waren bloß ein, zwei Minuten vor Aufnahme. Zack. Wir könnten was zu essen vertragen, na das machen wir doch glatt. Ach, sieht das schön aus hier. Aber das wird auf jeden Fall noch eine ganz schöne Heidenarbeit. Also ich würde definitiv jetzt erstmal so ein kleines Stück zumindest... eine Möwe. Huch. Ach, das war klar. So ein kleines Stück hier einebnen. Ist jetzt halt die Frage, auf welche Höhe. Eigentlich idealerweise hier ganz unten, ne? Ich glaube, das wäre eigentlich schon das Beste, ne? Dass wir hier ab der Höhe beginnen. Dass wir das alles ein bisschen gerader kriegen. Ich habe mir noch mal ein paar Tipps angeguckt. Also das Motto ist halt wirklich stehen bleiben und einmal um sich herum. Sag mal Möwe, du bist aber auch mutig. Und einmal so um sich herum schlagen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, wir erhöhen ja oder wir ebnen ja immer auf die Höhe ein, auf der wir gerade stehen. Deswegen ist da stehenbleiben schon die richtige Devise. Also richtig große Berge kriegen wir damit halt nicht weg. Da müssen wir dann halt mit der Spitzhacke nochmal ein bisschen ran. Aber zumindest machen wir uns hier schon mal so ein kleines Stückchen den ganzen Spaß gerade, dass wir hier schon mal eine kleine Hütte setzen können. Das würde ich ganz gerne in der Folge schaffen. Ach, und ich freue mich. Schaut euch diesen Ausblick an. Das Ding hier ist auch mega geil, weil wir haben keine Möglichkeit, sowas zu bauen. Zumindest wüsste ich es nicht. Und somit haben wir es jetzt einfach. Da wir unsere Basis einfach drumherum bauen. Wir sind nicht ganz auf der tiefsten Stelle, ne? Hier drüben ist es tiefer als hier. Aber ich würde das trotzdem mal so lassen. So, der Stein kann weg. Ich bin halt noch am überlegen, ob wir jetzt erstmal eine kleine Hütte basteln, was aber eigentlich Schwachsinn wäre. Oder hier so eine kleine Werft gleich hin, wo wir dann unser Schiff anlegen können. Ich denke mal, das wäre die bessere Option. Also eine kleine Hütte zum Schlafen, die kann ja dann später noch irgendwo woanders hingebastelt werden. Aber dass wir uns jetzt den Platz hier wegnehmen, halte ich eigentlich für doof. Ich denke mal eher, wir machen hier wirklich so eine kleine Werft draus, also... Eigentlich nur eine große Halle, die halt an einer Seite offen ist. Dass wir uns dann hier so einen Steg bauen. Damit wir dort unser Schiff anlegen können. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier stehe und hier einebne, weil das ist ja eigentlich tiefer. Ich glaube, der nimmt dann nur die Grasnarbe weg, ne? Ja, das ist halt wirklich nur bedingt möglich mit den großen Hügeln. Na gut, da müssen wir uns dann später nochmal drum kümmern. Wir machen jetzt erstmal Gras weg. Wir können ja Gras mittlerweile wieder anpflanzen. Das heißt, es ist erstmal nicht so schlimm, wenn wir hier ein bisschen großzügig alles mal wegnehmen. Aber warum wird es denn schon wieder dunkel? Es ist doch gerade erst Tag geworden. Oder es war einfach nur so dunkel, weil so ein Unwetter war, das kann natürlich auch sein. Dann würde ich aber eigentlich ganz gern nochmal schlafen, weil hier waren mir doch schon ganz paar gruselige Figuren unterwegs. Brauchen wir ein Dach für... Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuer, das hätten wir hier. Und wenn ich mir direkt daneben einfach ein Bett hinbastel, geht das? Oder braucht Bett ein Dach? Bauen können wir es? Fehlende Voraussetzung, keine Werkbank. Dann eben hier. Benötigt ein Dach, na das war klar. Gut, dann Kommando zurück, dann basteln wir noch eine Werkbank. Die geht bis wohin hier?
Ah, warte mal, nimm die nochmal weg. Ah, ich weiß nicht, bis wohin die jetzt genau ging. Wir basteln die jetzt einfach mal hier hin. Nehmen das Bett hier wieder weg. Ach, und jetzt ist das Feuer aus, aber ich hoffe, es fehlt. Jetzt ging es gleich wieder an. Ja, und da müssten wir uns eigentlich mal idealerweise einen kleinen Unterschlupf bauen, obwohl mir das, glaube ich, zu lange dauert. Wir haben doch ein Portal. Wir beamen uns schnell zurück, schlafen eine Nacht, gehen wieder zurück. Ist jetzt erstmal einfacher. Sonst baue ich wieder irgendeine kleine Hütte, die am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und den Honig müssen wir unbedingt mal wieder einsammeln. Das habe ich voll lange vergessen. Zwei Stück. Zwei. Eins. Das Ding ist irgendwie zu eng gebaut. Wollte ich mich auch schon längst mal noch drum kümmern. Oh, oh Gott, ein Schamane bei mir. Hallo? Alter Schwede. Hat er hier unsere Bienen vergiftet oder was? Gibt's ja wohl nicht. Wir müssen da unbedingt das Tor mal wieder dran bauen, dass die hier nicht einfach so rein können. Und das Holz brennt schon wieder nicht. Und hier auch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe es auch schon mal versucht zu googeln. Aber so wirklich sehr viel schlauer draus geworden bin ich leider auch nicht. Das heißt, wir können nicht schlafen. Das heißt, die ganze Teleportation hierher war schon wieder umsonst. Ich hoffe mal, dass ich da vielleicht noch bessere Tipps finde. Weil das macht aktuell so echt gar keinen Spaß. Was haben wir denn noch alles im Inventar? Hierbei verschiedenes Sonstiges könnten wir mal die Augen noch reinwerfen. Harz hatte ich jetzt erstmal mitgenommen. Damit wir da drüben auch noch ein paar Fackeln aufstellen können. Wie viel Holz haben wir denn jetzt einstecken? Das Edelholz können wir erstmal wegpacken. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich würde dafür aber mal lieber noch normales Holz mitnehmen. Ach, und der nächste Schamane ist klar. Kommen denn die auf einmal alle her? Also wir machen jetzt hier definitiv das Tor wieder dran. Wie gesagt, ich hatte es ja nur gebaut wegen dem Karren und das Ding nutzen wir zurzeit sowieso nicht. Oder nur abgebaut, besser gesagt. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder Holztor dran. Jetzt weiß ich nicht, wie rum das sein musste. Ich glaube fast so, ne? Ja, das ist okay. Eigentlich war es, glaube ich, andersrum geplant, aber egal, es funktioniert so und wir haben hier erstmal zu. Dann nehmen wir uns jetzt nochmal Holz mit. Ich hoffe, wir kriegen das weg, ohne dass wir gleich direkt anfangen zu schwitzen. Sieht gut aus. Ja, und dann zack, zurück. Dann stellen wir uns halt ein paar Fackeln auf, dass es ein bisschen heller wird. Ah, das muss ich unbedingt fixen mit dem Lagerfeuer. Es geht mir halt auch selber so doll auf die Nerven. Gut, dann sind wir hier. Dann machen wir einmal Fackel. Zack. Und zack. Zack. Einfach erstmal hier überall irgendwo eine hin. Hauptsache, hier wird es mal ein bisschen heller. So. Dann würde ich jetzt ganz gerne vielleicht schon mal anfangen mit einem kleinen Grundgerüst. Jetzt ist die Frage, steht mir die Hütte hier im Weg? Eigentlich schon, weil ich glaube, der Platz von hier bis hier rüber ist mir noch zu klein. Naja, wir legen jetzt erstmal das Grundgerüst. Das würde ich halt schon ganz gerne relativ nah hier ans Wasser basteln. Hoch. Ja, ich denke... Ach, Mann. Ich denke, das war die richtige Entscheidung, dass wir jetzt erstmal die Werft bauen. Er wollte baden gehen, der Kleine. Habt das gesehen? Weil ich hätte schon Lust, mal demnächst dann so ein Schiff zu basteln. Dass wir hier mal ein bisschen die Meere erobern. Ach, und jetzt weiß ich wieder, warum ich... Oh, ich bin eigentlich dumm. Ich hätte doch hier ein Bett reinbauen können. Moment, das probieren wir nochmal. Wenn ich das einfach fix hier reinstelle und wir uns noch ein Lagerfeuer hier in die Nähe basteln,
Warum kann ich es hier nirgendwo reinstellen? Achso, das geht nicht auf Boden, ne? Wo haben wir denn mal Platz? Ich weiß halt nicht, wie nah das dran sein muss. Tür. Wir haben doch ein Dach. Reicht dem Spiel leider nicht. Ach, und da kommen nämlich schon wieder die Nächsten. Und ich bin durchs Feuer gerannt. Vielleicht macht es ihnen Angst. Das müsste doch reichen. Da haben wir es uns doch einfach gemacht. Haben hier eine kleine Hütte. Perfekt. Und wir gehen nochmal kurz aus dem Haus raus, bevor wir schlafen. Nur um nochmal einen letzten Zug frische Luft zu schnuppern. Ja, hätte ich auch vorher drauf kommen können. Tut mir leid, manchmal mein Kopf. Hoch? Ey, schau, das ist doch cool. Wir werden wach und sind direkt außerhalb vom Haus. Das lassen wir so. Ich würde jetzt vielleicht erstmal die Breite ansetzen. Ich glaube, das wird schon wieder... Na, obwohl, es könnte passen. Nicht genügend Holz. Ach, verdammt. So schnell sind 50 Holz schon wieder alle. Ja, idealerweise müssten wir jetzt drüben wirklich einmal ordentlich Holz mitnehmen und uns wieder hier rüber teleportieren. Ich glaube, das machen wir. Wir machen jetzt nochmal kurz das Inventar ein bisschen leerer. Dann schnappen wir uns hier so viel Holz wie geht. Ist die Frage, ob man sich mit Karren teleportieren kann. Das wäre vielleicht einfacher. Einmal das. So, die Steine brauchen wir erstmal nicht. Stein weg. Wie gesagt, Harz würde ich gerne eingesteckt lassen. Wir packen die Pilze erstmal wieder weg. Moment, falsche Truhe. Ich werde es nie lernen. Dann Leder, Leich und Honig packen wir mit dort rein und bei Steine hätten wir noch Feuerstein reinpacken können. Und dann sieht es gut aus und dann schnappen wir uns hier mal ein bisschen Holz. Einmal, zweimal, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 100, 246 Kilo. Das heißt, eins müsste noch gehen. Nimmt er nicht komplett mit. 46 Kilo zu viel. Oh, habe ich mich doch etwas verschätzt. Naja. Wir müssen es nur bis zum Portal schaffen. Dann können wir ja gleich wieder Holzstapel drüben aufbauen und sind nicht mehr so beladen. Sehr gut. So, dann hier schnell Holzstapel, dass du nicht so schwitzt. Einer reicht ja. Und wir können weiter basteln. Zum Glück gibt es Portale im Spiel. Jetzt habe ich natürlich so absolut null auf die Symmetrie geachtet. Wie viele Dings wir haben. Lasst mich mal kurz gucken, ob das eine ungerade Zahl ist. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, passt. Ach, ist das schön. Müssen wir bloß mal hier gucken. Ich konnte gerade, jetzt kann ich sie wieder setzen. Jetzt aber schon wieder nicht mehr. Liegt das noch an dem Stein? Nö, wir müssen hier einmal damit reinkloppen. Wir müssen hier wirklich einmal ein bisschen Berg wegnehmen. Wenn es überhaupt reicht. Wir müssen, glaube ich, hier drüben nochmal. Aber das wird dann halt immer sehr schön eben, ne? Obwohl wir zu tief sind. Wir müssen dann wieder hochbauen und jetzt habe ich die Steine weggepackt. Ach, dieses Spiel. Manchmal mag es mich einfach nicht. Oder ich bin zu dumm. Aber wir kriegen ja gerade Stein. Wird bloß sehr wahrscheinlich im Leben nicht reichen. Jetzt haben wir hier so eine hässliche Kante drin. Aber die kriegen wir dauerhaft wieder rein, ne? Naja, jetzt baut es die nur wer da drüben. Na gut. Muss ja auch nicht so extremst riesig werden. Wir nehmen jetzt das Ding, dann gehen wir auf Erhöhen. Und gerne auf die Höhe hier.
Das haut auch wieder nicht hin. Mal für zweimal hat es gerade mal gereicht. Das ist halt wirklich ein extremst teurer Spaß. Ja, aber so ein Stückchen länger hätte ich es halt schon ganz gern noch gehabt. Eins, zwei. So vielleicht erstmal. Zack. Wir kommen hier nicht hoch. Und jetzt können wir das wieder nicht. Wird wahrscheinlich immer noch nicht gehen. Wir kriegen es halt, ihr seht es, leider nicht tiefer. Ne, kann ich immer noch nicht bauen. Da liegt halt einfach ein bisschen Stein dazwischen. Und das reicht nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt eben noch ein bisschen was abbauen. Wir müssen die Steine hier sowieso noch wegkriegen. Dass wir hier zumindest schon mal eine kleine Behausung vorweisen können. Oh, jetzt steht unser Portal in der Luft. Das war vielleicht auch gar nicht mal so schlau. So, erhöhen. Einmal hier. Dann wieder einebnen. Einmal hier. Und dann müsste es doch passen, ne? Es ist trotzdem alles noch zu hoch. Es ist mir langsam zu hoch. Wir sind von so viel tiefer gekommen hier drüben. Sieht eigentlich gar nicht so aus. Aber ich werde es nicht, ich kann es nicht bebauen, ne. Na gut, dann müssen wir halt hier durch. Oh, oh. Bleibt uns ja nicht viel übrig. Dann müssen wir halt hier mal erstmal ein Stück aufschlagen. Dann wieder erhöhen. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viel das kostet. Also ich finde, das hätte man ein bisschen günstiger machen können. Also kommen wir wenigstens gleich dazu, die ganzen Steine hier mal abzubauen. Und ja, dann mal gucken. Also Schiff würde ich ganz gerne bauen. Dann werde ich außerhalb des Let's Plays mal noch ein bisschen auf Erdsuche gehen, dass wir uns eine Kupferrüstung zusammen sammeln. Und dann ein bisschen Wasser und Sumpfland erkunden, würde ich sagen. So steht das bei mir aktuell auf der Agenda. Dann wieder so und dann wieder so. Oder nicht? Es sieht aber immer noch verkehrt aus. Aber jetzt klappt's. Man sieht's zwar nicht mehr, aber es klappt. Wenigstens das. Weiß nicht, ob wir das noch ein Stück weit besser freikriegen. Ja, das sah gut aus. Okay, naja, das passt doch schon mal. Hier noch? Nö, das wird nichts. Egal, dann können wir jetzt hier Boden bauen. Wird wieder Holz fressen ohne Ende. Und dann steht zumindest schon mal das Fundament. Weiß nicht, ob es vielleicht schneller geht, wenn man die so baut. Ich glaube, das ist auf Dauer ein bisschen schneller. So weit hinterlaufen, bis es dann verschwindet. Naja, gut, ob das wirklich schneller ist. Bin ich mir gerade unsicher. Ist halt auch irgendwie uncool, dass man gerade absolut nicht sieht. Es wird ja dann auch unser Boden. Das sieht ja genauso bescheuert dann aus. Jetzt nicht dran gedacht.
dann haben wir hier immer so kleine Dingers rausgucken. Halt irgendwie auch nicht so geil, ne? Auf die Höhe hätte ich's gern. Und die Hacke zerbrochen, natürlich. Ach ja, ich weiß es auch noch nicht. Ich glaube, die Hacke können wir nicht mal reparieren. Ob wir dafür Handwerkstation 2 oder so brauchen. Es ist schon leider immer ein ganz schöner Krampf mit dem Boden hier. Mal gucken, was ich mir da noch einfallen lasse. Ich werde jetzt definitiv mal außerhalb vom Let's Play hier noch ein bisschen was vorbereiten, dass wir nicht ganz so lange dranhängen. Tut mir leid, aber sonst wird es halt auch zu langweilig. Also tut mir leid, dass wir jetzt hier nicht groß vorangekommen sind. Aber das wird schon. Dann bauen wir uns hier eine kleine Werft, ein Schifflein hin und dann gucken wir mal, dass wir uns ins Sumpfland begeben. Dann danke erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.